Wie schon der Vorgänger will Rocksmith 2014 Nutzern das E-Gitarre-Spielen beibringen. Die Methode hat sich nicht verändert. Lieder werden interaktiv gelernt, bis jede Note sitzt. Der Spieler wählt ein Lied aus und beginnt zu spielen. Hat er eine Phrase erfolgreich absolviert, erhöht Rocksmith den Schwierigkeitsgrad und blendet immer mehr Noten ein. Wenn ein Lied durchgespielt wurde, erhält der Nutzer eine ausführliche Rückmeldung über die Qualität seiner Performance. Hat der Spieler Schwierigkeiten bei einer Phrase, kann er direkt zum Riff Repetitor wechseln. In diesem Modus kann er den Schwierigkeitsgrad und die Abspielgeschwindigkeit selbst festlegen und den Abschnitt so lange üben und wiederholen, wie er will. Das Wissen um grundlegende und fortgeschrittene Spiel- und Grifftechniken liefern Lektionen. Sie bestehen aus Videos und kleinen Übungen, in denen eine bestimmte Technik gezeigt wird, die der Spieler gleich praktisch anwenden muss. Eine andere Möglichkeit sind Minispiele. Sie erinnern an bekannte Spiele der Videospiel-Ära aus den 80ern und 90er Jahren. Neu ist der Session-Modus. Der Spieler wählt bis zu 3 zusätzliche Instrumente aus, die vom Computer gespielt werden, sowie einige zusätzliche Parameter zur Spielweise. Dann kann frei gespielt werden. Eine Wellenlinie in der Mitte des Bildschirms zeigt, wie gut der Spieler mit den übrigen Bandmitgliedern harmoniert. Die auffälligste Änderung an Rocksmith 2014 ist der Wegfall des Karrieremodus. Der Spieler jagt keinen Punkten, Locations und Auftritten mehr hinterher. Programmbestandteile müssen kaum noch erspielt werden. Alles ist sofort oder nach kurzer Zeit verfügbar. Damit sind aber alle Leitplanken verschwunden, die den Spieler langsam an die Möglichkeiten des Programms heranführten. Vor allem Anfänger kann Rocksmith 2014 deshalb schnell überfordern. Rocksmith 2014 setzt ernsthafte Motivation voraus. Damit ist es zum echten Lernprogramm geworden. Als Überraschungsgeschenk mit pädagogischen Hintergedanken funktioniert es aber nicht mehr. Und aus.